Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist Infinitiv mit oder ohne zu. Sagen wir zuerst, was Infinitiv ist. Der Infinitiv ist die Grundform eines Verbes und im Deutschen ist es immer mit N-Endung. Zum Beispiel lesen, gehen, lernen und so weiter. Im Deutschen haben wir im Regel Sätze, in denen es außer dem normalen Verb noch ein weiteres Verb im Infinitiv gibt. Zum Beispiel, ich gehe jeden Morgen laufen. Jetzt hier können wir sehen, dass geh ist ein konjugiertes Verb und laufen ist das Verb im Infinitiv. Ob vor dem Infinitiv zu stehen muss oder nicht, hängt von dem konjugierten Verb ab. So, Infinitiv mit zu nutzen wir zuerst mit haben plus abstrakten Nomen. Freude, Angst, Lust. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben Angst, den richtigen Zug zu verpassen. Zwei, wir nutzen zu mit unpersönliche Ausdrücke. Es ist plus Adjektiv. Zum Beispiel, es ist wunderschön, ein altes Buch zu lesen. Dritte Möglichkeit, nach sein oder finden plus Adjektiv. Zum Beispiel, ich finde es notwendig, regelmäßig schwimmen zu gehen. 4. Verben mit Präpositionen. Ich habe Interesse daran, ein neues Studium zu beginnen. Zu nutzen wir noch mit dem Verben, auf die ein anderes Verb folgt. Zum Beispiel, wir hoffen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. 6. So nutzen wir nach Verben, die eine Meinung ausdrücken. Zum Beispiel meinen oder glauben. Ich glaube, alles ist schwieriger als Erwachsener zu lernen. 7. Nach Verben, die einen Wunsch, eine Absicht oder einen Plan ausdrücken. Planen, sich entscheiden und so weiter. Zum Beispiel, ich plane, mich gesunder zu ernähren. Und endlich 8. Nach Verben, die einen Beginn ausdrücken, wie beginnen, anfangen. Zum Beispiel, ich fange an, regelmäßig Sport zu treiben. Das Komma vor dem Infinitivsatz ist zwar nicht obligatorisch, aber es ist sehr zu empfehlen. Wann nutzen wir Infinitiv ohne zu? Mit Modalverben. Zum Beispiel, ich kann sehr gut singen. Wir haben nur das Verb im Infinitiv ohne zu vor dem Verb. Dann mit folgenden Verben. Bleiben. Zum Beispiel, wir bleiben hoffentlich nicht im Verkehr stecken. Lassen. Ich lasse die Jacke hängen. Das dritte Verb, gehen. Wir gehen jedes Wochenende tanzen. Das vierte Verb, hören. Ich höre gerne eine Opernsängerin singen. 5. Sehen. Wir sehen heute der bekannteste Fußballerspiel. 6. Lernen. Ich lerne gerne Klavier spielen. 7. Werden. Ich werde ins Kino gehen. Lass uns mal anschauen, wie sieht Infinitiv ohne zu im Perfekt aus. Erste Situation mit Infinitiv, Modalverben und die Verben lassen, hören, sehen. Modalverb. Sie hat im Orchester spielen wollen. Oder er hat gestern Abend sein Auto auf dem Parkplatz stehen lassen. Mit hören. Ich habe das Orchester spielen hören. Mit sehen. Ich habe ein paar tanzen sehen. Jetzt perfekt mit Partizip 2 mit G. Dort haben wir bleiben, gehen, lernen. Zum Beispiel. Ich bin mehr als 2 Stunden in der Warteschlange stehen geblieben, oder? Wir sind danach im Park spazieren gegangen. Und mit Lernen im Partizip 2 mit G. Zum Beispiel, ich habe in der 2. Fremdsprache gut aussprechen gelernt. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt Infinitiv mit und ohne zu gelernt hast, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal.